Hallo und willkommen hier bei IJMBS und heute geht es um Mio Mio Mate plus Banana. Ja, es ist kaum zu fassen, aber es ist tatsächlich ein Mate-Getränk von der Mio Mio GmbH mit Banane. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk Banane mit Mate-Blätterauszug. Ja, also ich weiß ja nicht, wie man auf die Idee überhaupt kommt. Also ich wäre niemals auf die Idee gekommen, Mate mit Banane zu kombinieren. Überhaupt so ein Erfrischungsgetränk mit Banane zu kombinieren, ist schon eine äußerst ungewöhnliche Idee. Aber vielleicht schmeckt es ja, das werden wir gleich herausfinden. Es enthält 20 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter. Bananensaft. Ja. Ich bin äußerst gespannt, wie das schmecken wird. Mate trinke ich ja persönlich recht gerne. Von daher möglicherweise schmeckt es ja gut. Bananensaft bin ich jetzt auch nicht unbedingt abgeneigt. Von daher, wir werden es jetzt testen. Es riecht ganz leicht nach Banane. Sonst nach nichts, also nur nach Banane. Und jetzt warten wir noch einen Moment, bis der Schaum ein wenig zurückgegangen ist und dann probieren wir das. Jetzt probieren wir es. Also das ist wirklich mal etwas ganz anderes. Ich glaube, ich habe noch nie etwas Vergleichbares getrunken. Aber nicht schlecht, also gar nicht schlecht eigentlich. Vom Trinkgefühl her hat es so diese erfrischende Wirkung wie eine Mate. Und dann kommt aber so der Bananengeschmack, aber kein intensiver Bananengeschmack. Also es schmeckt wirklich wie stark verdünnter Bananensaft. Aber in Kombination mit diesem prickelnden von der Mate, muss ich sagen, das ist eigentlich ziemlich angenehm. Man schmeckt zwar nicht viel von der Mate, das nicht. Es schmeckt größtenteils nach diesem verdünnten Bananensaft. Aber ich finde das gar nicht schlecht. Ja, also finde ich echt angenehm. Schmeckt gut. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Banane mögt, wenn ihr Mate mögt, denke ich mal, dass euch das schmecken könnte. Habt ihr das denn schon mal probiert? Wie hat es euch geschmeckt? Lasst mich das mal wissen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ja, das war's auch schon wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, habt ihr hier die Möglichkeit, euch noch zwei weitere anzuschauen. Außerdem könnt ihr den Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!